Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Bühne 4, auf der Republika. Der dritte Tag geht heute an den Start. Wieder ein spannender Tag voll reichhaltigem Programm. Ich bin gespannt. Mein Name ist Christine Kolbe. Ich leite heute hier auf der Bühne 4 durch den Tag und freue mich auf unsere erste Session, ein voll besetztes, spannendes Panel zum Thema Online-Petitionen, Kampagnen im Netz. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht mindestens einen Aufruf im Postkasten haben, in der Timeline zu unterzeichnen, gegen das Bienensterben, für das Grundeinkommen. Das wollen wir diskutieren hier mit einem Panel, organisiert vom WWF Deutschland. 1 Million Petitionen. Protestieren wir richtig im Netz? Ist das das richtige Tool für gesellschaftliche Teilhabe oder läuft es sich vielleicht auch leer? Damit übergebe ich an meinen Kollegen vom WWF Deutschland, Marco Vollmer, der das Panel dann vorstellen wird. Ihnen allen viel Spaß. Ja, vielen Dank, Christine. Keine Sorge, ich mache jetzt gar nicht viel Einleitung, aber ein bisschen haben wir uns überlegt, macht Sinn, einen schönen guten Morgen. Wir wollen mit ein paar Thesen starten, damit die Diskussion dann auch sofort in Gang kommt. Keine Sorge, es soll auch Gelegenheit geben, dass wir euch zu Worte kommen lassen, mit Kommentaren, mit Fragen. Wir wollen ja auch wissen, gibt es vielleicht andere Protestformen im Netz, aber dazu später mehr. Wir haben uns überlegt, weil Christine hat es ja angesprochen, jeder kennt das, wir werden angesprochen, wir werden fast überflutet, der ein oder andere, der sich mit dem Thema professionell auseinandersetzt, mit Petitionsanfragen. Erste These ist aber nichtsdestotrotz, sie machen die Welt besser und sie helfen, Protest zu organisieren. Und dagegen spricht sich eine andere These aus, dass es eigentlich jetzt schon einen beinahe inflationären Einsatz von Petitionen gibt. Das ist so das Spannungsfeld, um das herum wir dieses Panel aufgebaut haben. Zu jeder guten Präsentation bei der Republika gehört ein Zitat, auch das haben wir gefunden. Hier wird einfach gesagt, es ist wichtig oder die Online-Petition als solche sei das Wesentlichste, das Wichtigste, das entscheidendste Tool, um online zu mobilisieren. Der WWF setzt auf Petition, allein in den letzten 12 Monaten haben wir 4 gestartet. Dies ist ein Bild aus Thailand, das ist die Miss World, die in Thailand großen Promi-Status genießt und die hat der WWF und auch andere Regierungsorganisationen mit mobilisieren können, um eine Petition zu starten gegen den internationalen Elfenbeinhandel. Wir haben insgesamt über 500.000 Unterschriften gesammelt in einem sehr kurzen Zeitraum und haben es geschafft, gemeinsam wie gesagt mit anderen, dass die thailändische Premierministerin nun eine Reform angekündigt hat. Das gibt es gerade in asiatischen Ländern auch nicht alle Tage. Aber nicht nur der WWF setzt auch auf Petitionen, auch andere. So viel Zeit muss sein. Auch Avaaz zum Beispiel hat gegen Wilderei und gegen das Abschlachten von Elefanten protestiert. In sehr kurzer Zeit knapp 1 Million Unterschriften gegen Elefantenmorde gesammelt. Dabei auch am Ende gemeinsam mit dem WWF, ihr habt ja eben, glaube ich, Leo DiCaprio gesehen, protestiert. Der Mann ist auch für uns hier und dort im Einsatz. Also auch hier die eine Aussage, gibt es eigentlich Petitionen nur noch dann oder sind sie nur noch dann erfolgreich? Und das ist eine weitere These, wenn sie eigentlich mit Millionen Unterstützerzahlen in der Öffentlichkeit auftreten, werden sie nur noch dann wahrgenommen, wenn sie eine wirklich klare, prägnante oder wesentliche Zahl überschreiten? Eine Frage, die wir vielleicht gleich klären sollten. Daneben gibt es aber, auch das wurde gerade angekündigt, die viel zitierte Petition gegen das Bienensterben oder die hat das Netz gesehen. Und auch hier haben wir festgestellt, es gab allein im deutschsprachigen Raum 7 Petitionen zum gleichen Thema. Hätte man sich ja sagen können, warum nicht vorher ein bisschen absprechen, wäre es dann vielleicht ein bisschen erfolgreicher gewesen. Das führt uns zu der These, muss man nicht schauen, wenn man ein Petitionsthema setzt, dass man das gemeinsam nach vorne bringt? Oder ist es vielleicht doch ratsam, dass unterschiedliche Organisationen unterschiedliche Unterstützer ansprechen und dann am Ende des Tages auch mobilisieren? Am Ende des Tages war diese Petition nämlich sehr erfolgreich. Die EU-Länder haben für ein Verbot von Pestiziden und damit für den Bienenschutz gestimmt.
Trotzdem nochmal die Fragestellung an der Stelle, werden wir langfristig durch zu viele Petitionen mit dem gleichen Ziel die Kraft verlieren, die das Tool eigentlich hat. Und last but not least, noch ein Punkt, das hat der ein oder andere vielleicht auch mitbekommen, diese Petition, die in den USA für Furore gesorgt hat, nach der Einführung eines Todessterns. Die Trekkies werden das kennen. Ich habe am Montag gehört, dass nicht die Trekkies, Entschuldigung, genau, sondern die andere Fraktion, Entschuldigung. Ich habe sogar gelernt, dass das LeFloid, das hat er am Montag hier auf einer Session gesagt, dass der das auch für Deutschland beim Bundestag und da als E-Petition eingereicht hat. Unterschied zwischen Deutschland und den USA. In den USA hat man sich wirklich damit beschäftigt. Da gab es eine sehr dezidierte Antwort, warum man diese Petition jetzt nicht unterstützt, die in relativ kurzer Zeit knapp 30.000 Unterstützer, glaube ich, gesammelt hat, damit eine relevante Größe für die USA und für die US Administration bekommen hat. In Deutschland hat man die abgelehnt, wegen mangelnder Ernsthaftigkeit, glaube ich. So hat das auch LeFloid dann gesagt. Hier hat es auf jeden Fall funktioniert. Es gab eine sehr detaillierte Antwort. Das heißt, Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal da zurückgehen. Das führt mich nur dazu, zu der Frage, dass es an der Stelle, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? So, dass wir uns zumindest auch die Frage stellen müssen, ob Petitionen auch für Klamauk vermeintlich oder für dies oder das. Es gibt, glaube ich, gerade auch eine Petition auf einer Plattform, Uli Hoeneß sollte und muss Präsident bleiben. Da hat der Aufsichtsrat ja jetzt schon eine Entscheidung getroffen. Also es wird eigentlich für alles und jedes eine Petition gemacht und schwächt das nicht am Ende dann doch die Durchschlagskraft dieses Online-Instruments. Das wären die drei Punkte, auf die ich eigentlich hinweisen wollte. Jetzt muss ich aber am Ende noch einen kurzen Satz verlieren über eine gerade ganz aktuell laufende Petition des WWF. Das ist jetzt ein einminütiger Werbeblock. Dieses Bild ist aus dem Europaparlament vor einigen Wochen entstanden. Das sind die Abgeordneten der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, die sagen Danke mit den Fischen, weil es ein eigentlich überragendes Votum gab für eine nachhaltige Fischereipolitik. Das Besondere daran ist, das wird nur alle 10 Jahre entschieden. Und in dem Fall hat der WWF auch wieder mit einigen anderen Organisationen gemeinsam versucht zu lobbyieren im Vorfeld und eine Reform hinzubekommen, die wirklich den Namen verträgt und die im Namen der Nachhaltigkeit auch wirklich sich einen Namen machen kann. Es gab am Ende ein deutliches Votum dafür, aber, und jetzt kommt das Aber, nächste Woche, Montag, Dienstag, entscheidet dann der Ministerrat darüber, ob denn dieses Votum des EU-Parlaments angenommen wird oder ob es vielleicht zurückverwiesen wird in die Ausschüsse, ob es vielleicht verändert wird etc. Und wir stellen leider fest, dass nachdem sich die Lobby ein wenig kurz geschüttelt hat nach diesem Ergebnis, was sie so auch nicht gedacht haben, dass jetzt munter hinter den Kulissen dagegen lobbyiert wird. Und deswegen haben wir eine ganz aktuelle Petition und versuchen noch in den letzten Tagen unsere Ministerin, aber auch andere Minister in der EU davon zu überzeugen, bitte schön, dieses Votum des EU-Parlaments ernst zu nehmen und auch die ministeriale Stimme für eine nachhaltige Fischerei zu erheben. Für die vielleicht heute Mittag nachher noch da sind, wir haben hier heute Mittag noch eine kleine Aktion draußen auf dem Hof vorbereitet, mehr darf ich nicht verraten. Letztendlich darf ich nur jeden einladen, mit an Bord zu kommen. Ich glaube an der Stelle, dass sich das lohnt. So sieht die Seite aus, auf der wir für Unterstützung werben. Und damit bin ich auch schon am Ende und darf jetzt, ich hoffe, dass es mit der Zeit hingekommen ist, an die wunderbare Kollegin von Spiegel Online übergeben, die nämlich jetzt unser Panel zum Thema 1 Million Petitionen moderieren und leiten wird. Vielen Dank. Hallo, guten Morgen. Ist das noch an? Ja. Bin beeindruckt, dass hier um die Uhrzeit so volles Haus ist. Ich muss mal direkt, bevor ich die Gäste vorstelle, in die Runde fragen, wer von Ihnen eigentlich oder wer von euch mal eine Online-Petition schon mal unterschrieben oder bei einer mitgemacht hat? Ja, alle. Und der Checker war dazu. Wer hat nach ein paar Wochen noch mal gecheckt, was daraus geworden ist? Ja, naja, nicht so ganz viele, ein Viertel dann. Das würde nachher noch eine These bestätigen, die wir auch noch besprechen wollen, nämlich ob diese Form des Aktivismus, wie nachhaltig die ist und wie lange man sich dann mit dem Thema eigentlich auch noch beschäftigt, für das man sich eingesetzt hat. Diese und andere Fragen will ich mit meinen Gästen besprechen, auf die ich mich sehr freue. Wir werden nachher in einer halben Stunde die Runde auch noch für Fragen von euch öffnen.
Ich sehe ja auch schon den einen oder anderen Experten aus anderen Runden. Es wird sicherlich einige Fragen geben. Also zu meiner Linken sitzt die Katrin Voss. Sie ist selbstständige Beraterin, spezialisiert auf den Non-Profit-Bereich. Und Katrin hilft NGO, Behörden, Verbänden bei ihren Internetkampagnen, wertet diese aus. Und sie hat auch über 10 Jahre an der Uni Hamburg über E-Petitionen und Online-Kampagnen geforscht und gelehrt. Und Katrin hat zwar eine Faszination für das Thema, aber sie hält eben die Wirkung von E-Petitionen auch für ziemlich begrenzt. Sie sieht das Ganze sehr kritisch als Instrument. Neben ihr sitzt Felix Kolb. Er ist Politikwissenschaftler und sitzt im Vorstand von Camp Act. Und er sagt, die Wirkung von Online-Petitionen wird eher unterschätzt. Denn wenn man die nur richtig einsetzt und sie strategisch einsetzt und sie gut plant, dann kann man eben mit gezielten Netzkampagnen wirklich Politik machen und Politik verändern. Neben Felix sitzt Judith Orland. Sie kümmert sich bei Oxfam Deutschland um Online-Campaigning und Social-Media-Aktivitäten. Und als Mitorganisatorin der NGO-Fachkonferenz Recampaign sind ihr ganz schön viele Kampagnen schon untergekommen, von grottig bis großartig. Vielleicht kann sie uns da auch noch das ein oder andere Beispiel erklären. Und ganz zur Rechten von euch aus gesehen, genau, sitzt Markus. Markus Winkler ist zwar überzeugter Online-Campaigner beim WWF Deutschland, aber selbst er sagt, so diese Nummer mit Zettel und Stift an der Kreuzung stehen und Passanten abgreifen, das wird nicht ganz aussterben, egal wie viel digitalen Aktivismus wir noch so hervorbringen. Ich habe mal ein paar Online-Petitionen der vergangenen Wochen gesammelt, die euch vielleicht mehr oder weniger bekannt vorkommen. Es gab einmal die Drosselcom-Petition gegen die Aktion der Telekom, die Flatrate abzuschaffen auf change.org. Letzter Stand sind, glaube ich, 200.000 Unterstützer. Dann gab es eine Petition gegen die Flugsteuer der Pilotengewerkschaft VC. Gestern lief die Frist ab, es war beim Petitionsportal des Bundestags. Die haben das Quorum nicht ganz geschafft, also nur 30.000 von 50.000 Unterschriften. Dann laufen im Moment parallel ganz viele Petitionen, rettet die Saatgutfreiheit gegen die EU-Saatgutverordnung. Und so auf dem lokalen, kommunalen Bereich gibt es auch gerade eine Petition für den Erhalt der Uni Halle. Die läuft sehr erfolgreich, in wenigen Wochen schon mehrere 10.000 Unterstützer. Und aus dem royalen Bereich gab es dann auch noch die Petition in den Niederlanden gegen das offizielle Krönungslied von Willem Alexander, das dann auch nie aufgeführt wurde. Aber man weiß nicht genau, ob das dann wirklich an der Petition lag oder an anderen Protesten oder weil das Lied einfach so schlecht war. Katrin, das sind alles ganz viele Petitionen. Wir haben auch in der Einführung von Marco schon viel gehört. Wenn man jetzt diese Schwemme an Petitionen sieht und so viel unterschrieben und protestiert wird online, heißt das automatisch, dass Aktivisten und die Gesellschaft auch immer mehr bewegen kann? Nee, das glaube ich eben nicht. Mein Eindruck ist, oder meine Forschungsergebnisse, ich habe Politiker befragt dazu, Bundestagsabgeordnete, die nehmen die Petition wahr als ein Indikator unter anderem für die öffentliche Meinung, aber auch nicht viel mehr. Und sie haben den Eindruck, dass immer dieselben Leute unterschreiben. Also wenn wir sagen, wir haben 7 Petitionen gegen das Bienensterben, dann würde mich mal interessieren, wie viele auf mehreren Petitionen unterschrieben haben an Menschen, weil sie von mehreren Organisationen angeschrieben worden sind. Also die Politiker sehen das nicht wirklich, sie können das schwer abschätzen. Sie können schwer abschätzen, wie echt das ist, also wie echt die Leute sind, die da unterzeichnet haben. Sie können, also wenn es jetzt nicht gerade von Organisationen wie Camp Act, Oxfam oder WWF ist, oftmals auch bei den freien Petitionen, die auf diesen change.org oder Online-Petition laufen, nicht abschätzen, wer steckt da eigentlich hinter, wer sind die Initiatoren, welchen Standing haben die dann, welche Reputation. Also für Politiker ist das schwer einzuschätzen und deswegen halten die sich, ich habe sie auch gefragt, was hat denn höheren Einfluss? Menschen auf der Straße sind immer noch sehr einprägsam für Politiker und natürlich Medienberichterstattung. Und dazu ist vielleicht interessant, dass wenn man sich anguckt, wie viel von diesen Petitionen, selbst wenn sie 100 oder 200.000 Unterzeichner haben, eigentlich Medienberichterstattung generieren. Und das ist eigentlich sehr wenig. Also selbst mit einer großen Petition heißt das nicht unbedingt, dass man in die Medien kommt. Und das wiederum heißt ja dann, dass man von den Politikern ja so im Vorübergehen vielleicht wahrgenommen wird. Ist das eigentlich immer noch der Punkt, an dem eine Kampagne erfolgreich wird, wenn klassische Medien sie aufgreifen? Oder ist die Idee nicht eigentlich eine andere, dass man auch im Netz mit vielen 10.000, 100.000 Unterstützern eine Kampagne verbreiten kann, ohne dass jetzt die großen Medien sie aufgreifen, sondern dass man eben auch parallel eine Öffentlichkeit schaffen kann? Naja, aber wenn wir uns gucken, welche Generation unsere Politiker sind, dann beantwortet sich die Frage vielleicht von selbst.
vielleicht ändert sich das ja nochmal. Felix, deine Organisation hat ja schon einen ziemlich großen Namen, was Petitionen angeht. Und sie lebt eben auch vom digitalen Aktivismus. Was meinst du, ist die Zutat für eine Kampagne, die ernst genommen wird? Muss dahinter ein großer Name stecken? Muss ein Promi sie unterstützen? Muss eine bestimmte Anzahl von Unterstützern da sein? Also wann wird eine Kampagne eine erfolgreiche Kampagne? Ja, schwierige Frage. Ja, ich denke erstmal, es ist wichtig im Kopf zu haben, dass eine Online-Kampagne nicht gleich eine Online-Petition ist. Ich denke, dass eine Petition ein guter Startpunkt ist, Meinung zu generieren, Unterstützerinnen zu finden, dass aber in der Tat oft das nicht ausreichend ist, sondern dass wir versuchen, diese aggregierte Meinung und die Macht, die Stimme der Bürgerinnen und Bürger, die wir geliehen bekommen, dann auch sichtbar zu machen. Sichtbar zu machen für die Politikerinnen und auch für die Öffentlichkeit. Das heißt für uns, dass wir immer versuchen, die Petitionen auch zu übergeben an die Adressaten. Und zwar nicht an irgendwelche Lame Ducks im Petitionsausschuss, sondern an die zentralen Politikerinnen, an Wolfgang Schäuble, an Ilse Aigner. Und gerade jetzt trifft sich gerade ein Kollege von mir mit Wolfgang Schäuble zum Thema Steuerflucht und überreiche Unterschriften und übermittelt mit Kooperationspartnern, was ist unsere Kritik an der Politik der Bundesregierung zum Thema Steuerflucht, Steuervermeidung. Hört er dann zu? Davon gehe ich aus, weil wenn er 20 Minuten die Zeit nimmt, dann wird ihm einer überall zuzuhören. Ja, ist ja nicht so, dass wir irgendeinen Pressereferenten oder irgendjemanden treffen, der sich alles zuhört und es dann wegsteckt, sondern wir treffen die Entscheidungsträgerin selbst. Und aber damit nicht genug, weil Argumente sind eine Sache, letztendlich kommt es auf politischen Druck an. Und dazu ist es notwendig, auch in der realen Welt sichtbar zu werden, Anzeigen zu schalten, Demonstrationen zu organisieren. Auch hier ein aktuelles Beispiel, Thema Wasserprivatisierung, wo die CSU sehr verbal dagegen vorgeht, auch Kaiser Seehofer, aber hinter den Kulissen Herrn Rösler freie Hand lässt, in Brüssel die Richtlinie durchzuwinken. Und wo wir in Bayern-Kurier eine Anzeige schalten wollten und sagen wollten, hier Leute, Herr Seehofer redet, macht aber nichts. Der Bayern-Kurier dann gesagt hat, nee, veröffentlichen wir nicht. Woraufhin wir dann mit einer E-Mail innerhalb von wenigen Tagen etliche 10.000 Euro mobilisieren konnten, um dann Anzeigen der Süddeutschen Zeitung zu schalten und klarzumachen, wir lassen sich den Mund verbieten. Also das heißt aber, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, man ist schon auch angewiesen auf die Medienöffentlichkeit der sogenannten klassischen Medien. Ja, die ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Aber natürlich ist es so, wenn ich es schaffe, überall dort, wo ein Politiker auftritt, mit realen Leuten vor Ort zu sein, dass es noch stärker ist. Also wir hatten schon Aktionen, wo wir dann Politiker begleitet haben bei irgendwie allen Auftritten in Bayern von Ilse Aigner. Über 2 Wochen waren die überall vor Ort, mit hunderten von Leuten jeweils. Ja. Das macht mehr Eindruck, weil wenn Ilse Aigner merkt, in jedem bayerischen Kaff sind da irgendwie 100 bis 50 Leute, die für gentechnikfreie Landwirtschaft eintreten, dann macht das mehr Eindruck auf sie als unter meinem Artikel in Spiegel Online. Ja, weil die Leute sind echt und sichtbar. Und das, die Leute, die eine E-Petition unterzeichnen, sind eben nicht wirklich sichtbar, genau. Nicht abschätzbar. Aber wir sind nur in der Lage, diese Leute zu mobilisieren via E-Mail. Wenn wir wissen, in 3 Tagen ist ein Termin, mit traditionellen Post wäre viel zu langsam. So haben wir die Unterzeichnerin, schreiben die an und sagen, hier, Frau Aigner kommt bei Ihnen ins Dorf, kommen Sie, bringen Sie Freunde mit. Wenn wir jetzt gerade so bei der Credibility von Petitionen sind und wann sie erfolgreich sind und wer dahinter steht, um sie bekannt zu machen, würde ich gerne mal Judith von Oxfam fragen, oh, ihr müsst euch ein Mikro teilen. Oder so, egal. Hauptsache es geht irgendwie. Würde ich gerne dich mal fragen, Oxfam gibt es schon sehr lange und sehr viel länger als diverse Petitionsportale im Internet. Ist es denn nicht vielleicht auch für eine Organisation wie deine, bei aller Liebe zum Aktivismus, auch manchmal ärgerlich, dass man sich plötzlich den Kampf um die Aufmerksamkeit teilen muss, also dass eben plötzlich ganz viele Petitionsportale aus dem Boden schießen und die Leute dann vielleicht das nächste Mal woanders unterschreiben und nicht bei einer Aktion von euch? Auch eine gute Frage. Genau, du hast es schon erwähnt, also Oxfam gibt es schon seit 70 Jahren. Wir wurden 1942 gegründet in Oxford, deshalb auch der Name. Und natürlich passen wir uns sozusagen auch an. Wir sind eine sehr starke Kampagnenorganisation, aber machen nicht nur Kampagnen. Also wir machen auch Projekte und Nothilfe. Das heißt, wir haben immer diese Verbindung. Und für unsere Themen, ein Stück weit freuen wir uns eigentlich eher über jeden, der auch eine Petition zu unseren Themen macht, weil wir sind, also unser Motto ist ja, wir kämpfen für eine globale Welt ohne Armut, vor allen Dingen im globalen Süden. Und das sind natürlich nicht unbedingt Themen, die für die sich Menschen so wahnsinnig leicht begeistern lassen, hier. Insofern würde ich nicht unbedingt nur sagen, dass das nur eine Konkurrenz ist, sondern ein Stück weit ist es auch schön, dass Menschen, die einfach denken, so, hey, ich möchte auch was machen im entwicklungspolitischen Bereich, jetzt auch die Möglichkeit haben, das alleine zu tun. Gleichzeitig haben wir aber
erleben wir aber auch, dass da wahnsinnig viele Leute zu uns kommen und sagen so, hey, ihr macht gute Arbeit, ihr habt vor allen Dingen gute Studien, ihr habt sehr gute Analysen, wir würden gerne was machen, wir können den Online-Part, können wir euch nicht unterstützen, können wir euch nicht mit euch zusammenarbeiten. Das heißt also, da muss man einfach auch als Organisation für offener sein und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die eigentlich ganz schön ist am Netz, dass es jetzt diese Tools auch da draußen gibt und dass die Organisationen sich das auch nochmal zu eigen machen können und eigentlich eher zusammenarbeiten. Ich finde, man muss das nicht immer als Konkurrenz sehen. Oxfam an sich arbeitet sehr, sehr stark auch über einen Verbund. Wir haben oft schon mal was mit Campact zusammen gemacht, mit dem WWF glaube ich noch nicht, aber kann jetzt noch kommen. Kommt noch. Genau, aber das heißt, also wir arbeiten sehr stark im Verbund und im Bündnis, weil wir denken auch, dass wir einfach gemeinsam viel, viel stärker sind. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, und das ist auch, finde ich, auch eine ganz interessante Sache, also 2009 gab es eine E-Petition im Bundestag, da ging es um die Finanztransaktionssteuer. Daraus ist, also das ist ein Thema, das natürlich schon seit längerem im Diskurs ist, daraus ist aber durch diese E-Petition, die auch über 60.000 Leute erreicht hat und auch dann auch eine Anhörung im Petitionsausschuss dann daraus geworden ist, ist letztendlich nochmal das Bündnis Steuer gegen Armut entstanden. Das heißt, da haben sich jetzt, mittlerweile sind es 89 Organisationen, die zusammen für diese Steuer gegen Armut kämpfen. So, und das ist natürlich wiederum wie viele Organisationen? 989? Also ziemlich viele. 98. Okay. Die sich zusammengeschlossen haben. Also das heißt, sich für ein bestimmtes Ziel zusammenschließen. Also wir hatten das am Anfang, 7 Petitionen zu einem Thema. Jetzt bei Saatgut ist wieder das gleiche Ding. Ist im Zweifelsfall die bessere Variante. Auf jeden Fall. Also Campact ist zum Beispiel auch in diesem Bündnis mit drin. Wir hatten auch eine Petition. Also es gab verschiedene sozusagen Stages von dieser Kampagne, die auch weiterhin läuft. Und wir hatten auch eine Petition, da hatten wir knapp 250.000 Unterschriften dafür gesammelt in diesem Bündnis und haben die auch an Schäuble übergeben. So. Das heißt, also das war auf jeden Fall auch ein Türöffner, diese Petition und diese Zahlen. Gleichzeitig haben wir auch eine andere Petition zu laufen über Spekulation, also wo es gegen Nahrungsmittelspekulation gibt, wo wir genauso viele Unterschriften gesammelt haben. Die konnten wir nicht an Schäuble übergeben. Da hat er sich sozusagen verweigert. Also die konnten wir an seinen Stellvertreter übergeben, aber er persönlich ist nicht erschienen. Das heißt wiederum, Zahlen sind auch nicht alles. Oder manchmal sind Zahlen ja dann doch, ich hänge immer noch an dieser 98, weil man sich dann irgendwie, bevor ich dich gleich die erste Frage gebe, wobei ich mich dann einfach frage, gibt es nicht auch zu viele Organisationen und zu viele Petitionen, die sich alle einem Thema widmen und irgendwann blickt man überhaupt nicht mehr durch, wenn man am Tag 17 Aufrufe über Twitter und Facebook zu einem Thema bekommt? Weiß ich nicht, ob es zu viele Organisationen gibt. Die Organisationen haben ja unterschiedliche Profile in diesem und haben unterschiedliche sozusagen auch Klientel, die sie ansprechen können. Von daher macht es schon Sinn, zu kooperieren. Also das würde ich jetzt nicht per se negativ sehen. Ich glaube einfach nur, dass sozusagen die Frage, wie viel Petitionen oder wie viel Online-Aufrufe man macht, dann schon wieder die andere Frage ist. Markus vom WWF, Umwelt, Naturschutz steht im Mittelpunkt. Mal von außen gefragt, welche Themen ziehen dann inzwischen mehr? Die Rettung von niedlichen, bedrohten Tieren oder die Rettung von abgeholzten Wäldern? Was ist im Moment das Thema, was bei euch am meisten Leute anzieht? Je mehr Flausch, desto besser. Oder es hat einen Rüssel. Das ist super, aber das ist nicht das einzige Kriterium und es funktioniert auch anderes. Genauso kann Wald funktionieren. Es kommt darauf an, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Zu den Leuten an der Stelle eine Emotionalität reinzubringen. Und ich kann genauso Erfolg mit der Petition und einer Aktion haben, wenn es um ein neues Waldgesetz in Brasilien geht, wo der Regenwald bedroht wird. Wenn ich aufzeige, dass damit das Klima in Europa genauso betroffen ist wie in aller Welt und ich plötzlich selber im Konflikt stehe als Person. Und somit habe ich einen persönlichen Grund, mich zu engagieren und auch beispielsweise eine Petition zu unterzeichnen. Wenn ihr eine Petition startet, hat man da mal ein Beispiel, ein Verhältnis, wie viel ihr inzwischen an Unterschriften online generiert und wie viel man noch mit dem klassischen Straßentool, ich stelle mich an die Kreuzung und sammle Unterschriften. Ist da so ein Verhältnis, was man mal aufschlüsseln kann? Ich habe keine richtige Zahl gerade im Kopf, aber so gefühlt 10%. Wir haben eine wunderbare, großartige Jugendcommunity, so zwischen 14 und 24. Die ist wahnsinnig aktiv und die stellen sich dann an Flughäfen, vor Museen, auf Plätze und sprechen Leute an und bitten um Unterschriften und dann klassisch per Papier und Stift und senden die ein. Und da kommt schon noch ganz schön was zusammen.
Ich habe gestern noch mal ein paar Twitter-Follower gefragt, was sie am meisten interessiert an dem Thema. Und die Anregung, die am meisten kam, war so die Frage nach der Erfolgsquote. Wie misst man eigentlich den Erfolg einer Petition? Alle freuen sich schon total drauf, dazu was zu sagen. Aber das ist ja wirklich die interessante Frage. Ist eine Petition erfolgreich, wenn sie im Lokalblatt oder in einer überregionalen Zeitung oder in einem überregionalen oder in einem Online-Medium auftaucht? Ist sie erfolgreich, wenn sie über das Petitionsportal des Bundestags einmal eine Anhörung erreicht? Aber dann direkt die Frage vielleicht mal an Felix. Welches Gesetz wurde denn gekippt durch eine Petition von Camp Act? Also vielleicht erstmal zur Frage des Erfolgs ganz kurz. Es ist immer eine Frage, was ein Ziel ich hatte. So gesehen ist Erfolg ein relatives Konzept. Vielleicht war mein Ziel ja auch nur gewesen, viele Klicks zu erzeugen und danach viele Spender anschreiben zu können. Das heißt, dass Erfolg immer sehr relativ ist. Und dass ich denke, für uns bei Camper geht es im Wesentlichen darum, Erfolg im Sinne von politisch was zu verändern, politisch unsere Ziele umzusetzen. Und auch damals heißt das ein Gesetz ändern oder ein? Das heißt es bei uns sehr oft. Also wir machen wenig Konzernkampagnen und wenig, sag ich mal, irgendwie kulturelle Kampagnen, sondern wir haben in der Regel, es gibt irgendeinen Politikprozess, ein Gesetz soll verabschiedet werden oder nicht verabschiedet werden und wir campaignen dazu. Also ein konkretes Beispiel ist das Steuerabkommen mit der Schweiz. Vor 1,5 Jahren haben wir mitbekommen, dass Deutschland mit der Schweiz diesen skandalösen Vertrag unterschrieben hat, haben geguckt, okay, was können wir machen, wo können wir einsetzen, hatten dann klar, okay, der Vertrag muss im Bundesrat ratifiziert werden. Die SPD hat sich zumindest auf der Ebene des Bundes schon sehr recht kritisch geäußert. Und jetzt müssen wir durch unsere Kampagne dafür sorgen, dass dann nicht Landespolitiker mit dem Schielen auf die versprochenen Milliarden doch zustimmen, sondern prinzipientreu bleiben. Und da haben wir 1,5 Jahre lang intensivst mit Partnern, unter anderem mit ATTAC, mit der Fachabteilung von Verdi, zum Thema gearbeitet. Klassisch da mit Online-Petitionen, Aktionen, bei der Unterzeichnung, die Bilder gingen auch über Tagesschau überall, aber dann auch irgendwie über Monate Gespräche mit Landesfinanzministern, Telefonaktionen, immer wenn klar war, ein Land droht zu kippen mit dem Blick auf die versprochenen Milliarden, waren wir vor Ort und haben Druck gemacht. Und da haben wir in Gesprächen mit einzelnen Politikern von den Grünen und SPD auch gesagt bekommen, ja, ohne euren Anstoß, ja, hätte es gut sein können, dass das Thema irgendwie durchgelaufen wäre. Ja, weil es ist das zweite Mal überhaupt nur, dass ein internationales Abkommen, das Deutschland geschlossen hat im Finanzbereich, nicht ratifiziert wurde. Also es gibt es sozusagen so gut wie nie, dass der Bundesrat so ein Abkommen stoppt. Und da würde ich sagen, da hat online in Kombination mit einem breiten Bündnis, mit vielen Aktivitäten es geschafft, so ein Abkommen zu Fall zu bringen. Und diese ganze Debatte um Steuerflucht, die wir sie heute haben, im Sinne von Informationsaustausch, hätten wir heute nicht. Und da finde ich es immer wieder schade, dass, und das ist dann, sage ich mal, mein Wunsch auch an Medien, dass oft die Berichterstattung über solche Politikprozesse sehr auf die Eliten zentriert ist. Da wird berichtet, was die SPD gemacht haben, die Grünen, die CDU. Und es wird selten gefragt, warum? Warum hat sich die SPD so verhalten? Und dass ich mir wünschen würde, dass Medien, auch gerade Spiegel Online, mehr sichtbar machen. Ja, ich sag's mal so, weil sozusagen, wo sozusagen kommen Positionen, wo kommen Positionen her? Weil ich finde es halt irgendwie, eine Sache ist es immer schön, Medien schreiben immer gerne, wir brauchen Engagement und so weiter. Aber ich denke, es ist total wichtig, sichtbar zu machen, dass Engagement was bringt und was bewegen kann. Und ja, aber Beispiel, wenn ich einmal unterbreche, zum Beispiel Praxisgebühr. Es gab eine Riesenkampagne gegen die Praxisgebühr auf Camp Act und die wurde jetzt abgeschafft. Aber ich glaube, jetzt nicht, dass die FDP gesagt hat, es gab diese Kampagne, sondern die wollten halt einfach mal wieder ein paar Prozente mehr haben und wollten dieses Ding abschaffen. Und die Wirksamkeit ist eben... Das ist das, was ich meine, dass zwischen Wirkung und Erfolg. Ich gebe dir völlig recht, dass im Fall der Praxisgebühr die Abschaffung sicherlich auch ohne unsere Kampagne gekommen wäre. Und wenn wir dann solche Follow-up-E-Mails schreiben, sind wir auch relativ vorsichtig zu formulieren und wir sagen, wir haben Anteil dran gehabt, wir waren es oder... Toll, dass wir irgendwie erfolgreich waren im Sinne von toll, dass diese Praxisgebühr abgeschafft ist. Ich denke, das ist eine wichtige Kritik, auch in der Kommunikation ehrlich zu sein. Und wenn man Misserfolg hat, auch zu sagen, sorry Leute, das ist in die Hose gegangen, so ist es. Also da finde ich absolut, gebe ich dir total recht, es ist wichtig, differenziert zu kommunizieren und wir versuchen das. Katrin will ja, unbedingt. Ich muss da unbedingt was zu sagen. Also erstmal muss man den Politikprozess natürlich sehen als einen, in dem unglaublich viele Einflussfaktoren die letztendliche Entscheidung herbeiführen, sodass auch die beste E-Petition oder die beste Online-Kampagne nur ein Rädchen innerhalb eines größeren Getriebes ist. So. Das Schöne an dem Beispiel, was du gerade gebracht hast mit diesem Steuerabkommen, ist, dass so wie du es beschrieben hast, kann man natürlich eigentlich sagen,
würde ich als Politologe sagen, der Haupterfolg war klassisches Lobbying. Ihr habt einfach auch ganz viel Informationen reingebracht, ganz viel Argumente reingebracht. Und was mir Politiker gesagt haben, und das geht auch aus einer anderen Studie hervor, ist, was Politiker an den ganz simplen E-Petitionen hassen, ist, dass sie keinen Informationsmehrwert haben. Ihr habt den Informationsmehrwert geliefert, zusätzlich zu der E-Petition. Und das zeigt eben auch, dass eine Online-Kampagne muss aus mehr bestehen als nur einer E-Petition, damit ansatzweise ein Erfolg oder eine Wirkung da ist. Und da braucht man eben Akteure auch zu, die Ressourcen haben und das Fachwissen haben. Oxfam macht Studien, die auch dann kann auch Informationen vermitteln zusätzlich zu den Argumenten. Und das hilft dann einfach so. Also es ist eine Kombination, die Erfolg garantiert oder Erfolg möglich macht überhaupt. Also klar macht immer die Mischung aus, aber die Frage ist, welche Informationen? Und ich glaube, wichtiger für die Finanzminister war nicht, auf der technischen Ebene zu erfahren, wie genau es, welche Schlupflöcher es gibt. Das konnten die auch von ihren Fachabteilungen quasi ausarbeiten lassen. Wichtig für die war zu merken, Menschen in meinen Bundesländern, meine potenziellen Wählerinnen und Wählerinnen, die regen sich darüber auf, wenn wir ziemlich zustimmen würden als SPD und sagen, die darauf hinzuweisen, zu sagen, hier, es gibt diesen Wunsch der Öffentlichkeit, dass ihr konsequent bleibt, dass ihr nicht wieder so einen Kompromiss, so einen Deal schließt. Das war das die Information, die wir transportieren mussten. Und dazu brauchten wir auch die Leute im Hintergrund. Genau. Also ich würde das auch bestätigen oder unterstreichen wollen, dass quasi nur Studien allein auch nicht ausreichen. Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall auch die Öffentlichkeit dazu und den Druck, der eben über Petitionen entstehen kann. Und ich finde, also wir hatten ja gestern hier die WeCampaign und da war auch, ist auf jeden Fall klar, dass eine Online-Petition alleine, das macht eigentlich keiner. Also keine Organisation macht das, sondern das ist, eine Online-Petition ist immer eingebettet in eine Gesamtkampagne. Das ist ein Element von einer größeren Kampagne, die verschiedene Momente hat. Und auch die Online-Petition an sich, da kann man sich, Betsy Hoover hat ja hier sehr schön gesprochen über dieses Engagement Letter, also sozusagen Letter. Das heißt also, das ist ein Anfangspunkt, um nochmal Unterstützer nochmal mehr ins Boot zu holen und sie vielleicht dann nochmal auf die Straße zu holen oder nochmal andere Sachen zu machen, etc. Also ich finde da, ohne diesen öffentlichen Druck, ohne dass man sozusagen zum Politiker hingehen kann und kann sagen, so, hey, aber hier in meinem Rücken stehen nicht nur so und so viele Organisationen, sondern auch eben eine 500.000 Unterschriften. Das ist auch nochmal auch sehr, sehr wichtig. Und die Studie an sich ist nicht nur alleine ausschlaggebend. Kannst du dir und auch Markus, könnt ihr euch vorstellen als Campaigner, die damit jeden Tag zu tun haben, wie eine sinnvolle Kombination von E-Petitionen, den klassischen Straßenunterstützung und Campaigning in ein paar Jahren aussieht, also wie sozusagen das Zukunftsmodell des Campaigning und des Petitionswesens im Internet aussieht? Gibt es da schon Modelle, Ideen oder irgendetwas, was ihr euch wünscht? Ich glaube, da bleibt das klassische Grundkonzept sehr erhalten, was eben schon angebracht wurde. Eine Petition im luftleeren Raum funktioniert bei ganz wenigen Themen, die schon sehr diskutiert werden in der Öffentlichkeit, die schon sehr zugespitzt sind und wo es wirklich nur noch um öffentliche Empörung geht. Bei Themen, die vielleicht erst an die Öffentlichkeit gebracht werden müssen oder wo eben es vielleicht etwas sperrig ist, braucht es das drumherum, die Lobbyarbeit, die Inhalte, die transportiert werden müssen. Und das bedingt das eine mit dem anderen. Es gibt Momente, da kommt eine Organisation nicht mehr weiter im politischen Prozess, weil die Türen verschlossen sind. Und wenn dann eine Petition mit viel Unterstützung der Öffentlichkeit läuft und plötzlich öffnen sich Türen, plötzlich wird in den Gängen der Parlamente gesprochen, und dieser Mechanismus wird so bleiben sicherlich. Diese Informationsweitergabe und dieser Druck, der diese Informationsweitergabe eigentlich voranbringt und das Interesse plötzlich bei den Medien, bei den Politikern erweckt, das ist das Hauptelement. Und ich denke, das wird so bleiben. Ich glaube, es ist schwer zu sagen und vielleicht lehne ich mich da jetzt auch sehr aus dem Fenster, aber heutzutage, unsere Politiker momentan sind ja vielleicht noch so 50, 60, in 10 Jahren, in 20 Jahren sind das 70. Sind sie 70, aber hoffentlich gibt es ein paar jüngere Politiker, die nachgerückt sind und die vielleicht auch viel, viel mehr mit dem Netz aufgewachsen sind und auch viel mehr digital und online erfahren sind und auch anders gelernt haben zu kommunizieren und Leute einzubeziehen. Also, dass diese und das heißt, es kann gut sein, dass sich insgesamt der politische Prozess auch ein Stück weit ändern könnte, würde, also insofern weiß man heute noch nicht. Es hat sich ja in den letzten 5 Jahren hat sich ja schon sehr, sehr wahnsinnig viel geändert an den Tools und an den Möglichkeiten, die NGOs heute nutzen und haben.
Felix hat mal in einem Blogpost geschrieben, ich glaube im Herbst, eine Petition wird dann erfolgreich oder wir können mit ihr Druck ausüben, wenn sie sozusagen impliziert, zur Not gehen wir auch auf die Straße. Also immer sozusagen diese subtile Drohung, wenn ihr das jetzt nicht, wenn ihr nicht auf uns hört und uns nicht ernst nehmt, was wir hier machen, dann stehen wir übermorgen bei euch vor der Tür. Stimmt das in 5 Jahren immer noch so? Ist das dann überhaupt noch nötig? Denke ich schon, weil es ja so ist, dass das Großartige an diesen Petitionen ist es, dass es so einfach ist, mitzumachen, dass es so einfach ist, viele Menschen zu erreichen. Das ist aber auch gleichzeitig ein großer Nachteil, wenn Politiker versuchen einzuschätzen, wie relevant ist das Thema für dich. Wir hatten ja vorher schon diesen Punkt, es geht darum, bei Protest oft zu zeigen, was will die Öffentlichkeit, was wollen Menschen, was wollen Wählerinnen. Die haben nun aber zu ganz vielen Themen Meinungen. Und letztendlich richtig relevant oder richtig bedrohlich wird es für Politiker, wenn sie Dinge tun, die nicht nur Menschen nicht gut finden, sondern die vielen Menschen auch sehr wichtig sind. Und da ist es, denke ich, so, dass diese Online-Petitionen zwar ein Indikator sind für, was denken Menschen zum Thema, aber kein so guter Indikator, wie wichtig ist es ihnen wirklich. Deshalb glaube ich, dass auch weiterhin es wichtig sein wird, um Petitionen, sage ich mal, gerade bei Konflikten, wo es um viel Macht geht, wo es um mächtige Gegenspieler geht, auch klarzumachen hier, wenn der Online-Protest nicht reicht, dann sind wir auch in der Lage, dazu Menschen zu mehr Einsatz zu bringen. Egal, ob das jetzt, sage ich mal, finanzieller Einsatz ist, Telefonanrufe auf die Straße gehen, da denke ich, wird sich nichts ändern. Und Katrin, zum Thema Zukunft von Petitionen, wird es weniger Organisationen geben? Werden sie sich mehr zusammenschließen? Was ist deine Vorstellung? Ich hätte noch eine ganz andere Zukunftsversion. Jetzt kommt's. Ich arbeite auch sehr viel mit Behörden, auch in dem Bereich Bürgerbeteiligung und da wird sich ganz viel tun. Da wird ganz viel im Bereich E-Konsultation, das, was jetzt in der Internet-Enquete zum ersten Mal wirklich ausprobiert wurde, Prozesse zu öffnen und ähnliches. Und ich denke, dass das für gute Kampagnenorganisationen, gute NGOs Chancen ermöglicht, Leute auch nochmal über das einfache Klicken einer Petition, das wird sicherlich weitergeben für die Leute, die auch nicht so viel Zeit haben, aber auch Leute noch in einer anderen Art und Weise zu mobilisieren, wirklich ihre Meinung zu sagen in solchen Prozessen. Also da werden wir ganz viel sehen und das wird sich, glaube ich, in die Richtung öffnen und auch für Kampagnen. Es gibt es schon in den USA relativ viel E-Wool-Making und das wird von sehr vielen NGOs auch genutzt, Einfluss zu nehmen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Aber das ist sozusagen eine andere Ebene noch, die dann dazukommt. Ich würde gerne, bevor ich die Runde fürs Publikum öffne, nochmal an euch vier die Frage stellen. Wir haben Bundestagswahljahr 2009 im Wahlkampf, gab es ziemlich viel Protestpotenzial, auch in den vergangenen Jahren. Jetzt so aktuell im Wahljahr hat man das Gefühl, ja, der klassische digitale Wutbürgeraktivist oder Aktivistenwutbürger, wie man ihn auch nennen will, der ist im Moment so ein bisschen eingeschlafen. Es gibt so kein Thema, was die Leute wirklich aufregt. Was ist eure Einschätzung? Was für ein Thema liegt gerade in der Luft, was Leute wirklich noch mobilisieren kann, vielleicht auch in den nächsten Monaten? Mal einmal durch die Bank vielleicht. Entschuldigung. Ich glaube, das Thema Netzpolitik, beziehungsweise ganz speziell die Netzneutralität, hat so, gerade so ein bisschen das Potenzial, über die klassischen Gruppen, die hier versammelt sind, hinauszuwirken. Je nachdem, wie sich die Telekom weiter verhält, könnte es schon zu einem politischen Thema im Netz werden. Ansonsten direkt im Netz, auf Wirkung des Bundestages vielleicht weniger. Allerdings haben wir einen großen Unterschied zum vor 4 Jahren. Die Masse ist wahnsinnig mehr geworden an Leuten, die plötzlich auf Facebook und Twitter sind. Aber ich glaube, sie wird weniger von den NGOs genutzt werden, um da direkt noch Druck beispielsweise auf ein Wahlergebnis zu machen. Judith, irgendeine Idee? Passe. Ja, ich finde es auch schwierig und ich glaube, das liegt ein Stück weit an der Strategie von Frau Merkel mit ihrer asymmetrischen Demobilisierung, dass die CDU sehr zurückhaltend ist, irgendwelche Themen zu spielen, die das Potenzial haben, starke Emotionen, starke Empörungen irgendwie freizusetzen. Und ich denke, dass das Thema, das offensichtlich eigentlich Potenzial hätte, nämlich die Euro-Krise, halt wiederum auch nicht geeignet ist, weil da sagen die Parteien auf der Linken irgendwie Hemmungen haben, irgendwie klare Alternativen in den Mittelpunkt, weil sie das Gefühl haben, auch ihre Wählerinnen sprechen ja nicht an. So gesehen, glaube ich, werden wir einen Wahlkampf erleben, der eher lahm ist und vielleicht taucht noch ein Thema auf, aber ich denke, wenn, dann wird es relativ plötzlich kommen. Und welches das sein wird, wage ich nicht vorauszusagen. Ich würde auch sagen, wenn, dann kommt es sehr plötzlich. Also es ist ja irgendwie, wenn jetzt der Fall Hoeneß im September passiert wäre, Anfang September, dann wäre das das Thema.
Also dann wäre das Thema Steuergerechtigkeit, was für eine Steuergesetzgebung wollen wir haben, ein Thema, das mobilisieren könnte. So muss man sehen, was kommt. Vielleicht finden Sie noch irgendwas bei Peer Steinbrück in der Schublade oder Dauerbrenner, dafür ist er auf jeden Fall gut. In der Schublade, man weiß es ja nicht. Dunkle Geheimnisse. Ich würde die Runde gerne für Fragen öffnen. Wir haben jetzt noch so 20 Minuten Zeit und der Raum ist voll. Deswegen glaube ich, ist die Zeit angemessen und ein Mikrofon brauchen wir dafür auch noch. Wer möchte dann als erstes? Also als 60-jähriger Mensch würde ich mich so ein bisschen gegen das Generationenbashing schlichtweg wenden wollen. Es gibt jüngere Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die haben weniger Ahnung als 60-Jährige. Um es konkret zu sagen, vielleicht ein Beispiel, der Herr Krings und Heveling sind jüngere Abgeordnete im Urheberrecht, die absoluten Verfechter der Steinzeit und als Lobbyisten auffällig. Also, das war die kleine Vorbemerkung. Die zweite war, ich habe auch ein paar Jahre politische Erfahrung. Ich finde die Einschätzung etwas naiv. Die Abgeordneten erhofften sich Informationen über Petitionen. Ich denke, es wäre eine andere Aufgabe. Es wäre die Aufgabe, nachzugucken, ob diese Petitionen irgendwelche Verbindlichkeiten haben. Und die sollten wir erreichen. Es gibt keine Verpflichtung des Bundestages, innerhalb einer gewissen Zeit auf Petitionen zu antworten. Es gibt kein Initiativrecht für Gesetzgebungsverfahren. Das wäre die Fortentwicklung für Petitionen. Meine eigene Petition, nach deren Erfolg ich mich immer wieder erkundige, ist die berühmte Abgeordnetenbestechung. Die ruhte erst ein Jahr im Petitionsausschuss und jetzt 2 Jahre im Rechtsausschuss. Das heißt, also hier muss ich etwas tun, auch parlamentarisch, um Wirksamkeit zu entfalten. Meine Frage wäre abschließend, weil etwas unkritisch vorher auch die Organisationen alle aufgeführt worden sind. Kampakt habe ich auch schon ein paar Mal unterschrieben. Ich habe auch schon bei AWAS unterschrieben. Meine Frage wäre, wer steckt eigentlich hinter AWAS? Ich versuche das seit einigen Monaten und andere auch rauszukriegen. Nichts. Es ist eine anonyme Organisation. Vielleicht kann mal da jemand dazu Auskunft geben. Für mich sind es langsam Leute, die in die Nähe von Adresssammlern rücken. Ohne politische Wirkung. Man erfährt auch nichts. Also ich nehme Kampakt jetzt aus. Also, aber trotzdem, diese Aufzählung fand ich problematisch und vielleicht könnte hier auch noch jemand was dazu sagen. Wie gesagt, das war die Stimme eines 60-Jährigen. Danke. Genau, 3 Fragen extrahiert. Danke für den Input. Katrin möchte, glaube ich, gerne etwas zur Verbindlichkeit von Petitionen sagen. Ich würde mir eine Verbindlichkeit stark wünschen. Eine Reform des Petitionsrechts beim Bundestag, weil diese 50.000, die du auch genannt hast, sagen ja nichts anderes aus, als wenn ich 50.000 Unterschriften habe, kriege ich eine Anhörung. Was dabei rauskommt, weiß man dann auch nicht. So. Brasilien hat in der Verfassung einen Passus, der es ermöglicht, Gesetzesinitiativen über Petitionen einzubringen. Und in Brasilien hat AWAS, muss man auch sagen, als Akteur ganz stark, aber auch ganz viele lokale Organisationen über diese Regelung ein Gesetz gegen Abgeordnetenkorruption eingebracht. Das heißt, wer einmal irgendwie erwischt wurde in Brasilien, der kann nie wieder kandidieren. Das ist für Brasilien schon echt viel. Also es ist traumhaft. So. Und das ist eine Verbindlichkeit, die ich mir auch wünschen würde, die auch sicherlich noch einen anderen Drive in diese Art von Kampagnen bringt. Ja, ich würde auch gerne was sagen zu diesen E-Petitionen, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde die, also die im Bundestag, ich finde die fürchterlich und ich finde sie gefährlich und ich finde sie schädlich. Warum gefährlich? Ja, genau, gefährlich deswegen, weil sie das Potenzial dazu haben, also wie soll ich es formulieren, eine Petition ist für mich ein geniales Tool, eine latente Gruppe zu finden, Menschen zu verbinden, die in der Gesellschaft sind, die gleiche Meinung haben und mit diesen Menschen dann weiterarbeiten zu können. Das Problem ist, wenn ich meinetwegen an die Hebammenpetition denke, eine der erfolgreichsten, über 200.000 Unterschriften, die Hebammen sind aber nicht in der Lage, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Das heißt, einmal haben die Menschen diese Petition unterzeichnet und dann ist Ende. Hätten die die Petition irgendwie aufgesetzt bei Open Petition oder auf einer eigenen Plattform, dann könnten diese Hebammen heute mit 10.000, 100.000 Menschen kommunizieren und ihre Anliegen stark machen. Und diese Bundestagspetitionsplattform, die, sage ich mal, saugt Engagement auf und schließt es ein, hält es fest, macht es politisch nutzbar. Oder auch Beispiel Netzsperren. Ja? Die Menschen, die da unterzeichnet haben, die sind heute auch nicht mehr erreichbar für die Initiatoren. Ja? Und wenn man dann guckt, wer sitzt denn da sitzen lauter Politiker und Politikerinnen, die entweder idealistisch sind oder die es nicht geschafft haben, irgendwie Fraktionsvorsitzender zu werden, Vorsitzender im Umweltausschuss. Da sitzen lauter Politiker und Politikerinnen, sorry, die nicht über die meiste Macht verfügen. Ja? Warum soll ich mich an die wenden? Ich will doch an die wenden, die Macht haben. Ja? Und deswegen finde ich diesen Petitionsausschuss extrem
gefährlich, letzter Satz. Außerdem ist es sozusagen auch ganz spannend, es gab ja bei Koalitionsverhandlungen Überlegungen, soll es eine direkte Volksgesetzgebung geben, also Bürgerentscheide geben, hat die CDU abgelehnt. Und als dann sagen Trostpflaster, wurde dann vereinbart, das Petitionswesen aufzuwerten. Also wo man auch schon sieht, dieses Petitionswesen ist ein Stück weit auch ein Mittel, den Druck rauszunehmen dafür, dass wir eine richtige Volksgesetzgebung brauchen. Dass wir als Bürgerinnen und Bürger auch wirklich die Macht haben sollten, verbindliche Entscheidungen herbeizuführen. Markus, vielleicht noch kurz zwischendurch. Ich finde schon, dass das Petitionssystem des Bundestages ein bisschen angepasst werden sollte und mehr eine Verbindlichkeit, zumindest was nach der Anhörung kommt, klargestellt ist, damit es interessanter für die Petenten wird und auch die Stimme des Volkes in diesem Fall auch mehr Relevanz bekommt im alltäglichen Politikgeschäft. Aber wie du schon andeutest, es ist vielleicht nicht für jeden was. Und für Organisationen ist es sicherlich schwer, im Bundestag, mit dem Bundestagstool zu arbeiten. Aber gerade für einzelne Personen, für den einfachen Bürger, der eben vielleicht nicht organisiert ist, ist es eine sehr spannende Sache und deswegen sollte das vielleicht auch gestärkt werden. Für NGOs ist genau der Punkt, wir wollen mit den Leuten in Kontakt bleiben und mit einer Petition ist es meistens nicht getan. Wir müssen also mit den Leuten in Kontakt bleiben, um sie später nochmal zu mobilisieren. Daher ist es das Bundestagstool relativ ungünstig. Und nochmal zu der, ich finde, Sie haben eine sehr wichtige Sache angesprochen, nämlich diese sogenannte Accountability von Organisationen und dass man halt, und ich glaube da, eben, man kann sich da im Netz erkundigen und sich dann auch auswählen, bei wem man mitmachen möchte oder nicht und das sieht man dann ja auch, wie transparent die Organisationen arbeiten oder nicht, kann man ja auch ein Stück weit von deren Netzauftritt sehen, genau. Und ich wollte nicht missverstanden werden, dass ich denke, dass ältere Menschen nicht netzaffin sind. Also das hat glaube ich gar nicht. Es ging mir eigentlich eher um den politischen Prozess, dass ich glaube, dass in 20 Jahren wir vielleicht andere ein bisschen anders Politik machen und vielleicht spielt da online eine andere Rolle, als sie heute spielt. Genau. Gibt es weitere Fragen in diesem Moment? Ja. Ziemlich viele sogar. Hier rechts und da. Ah ja, genau. Also mich würde auch, Johanna bin ich, dieser Link zwischen Organisierung und Latenz, der jetzt so ein bisschen angedeutet wurde, interessieren mit Blick auf Großbritannien. Da wurde ja auch eine Petition gestartet und gesagt, naja, wenn das nicht klappt, dann gründen wir unsere eigene Partei. Da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das diskutiert habt in euren Organisationen, ob das auch ein deutscher Weg oder eine deutsche Übersetzung finden könnte. Also aus der Bewegung in die politische Partei. Ob das, ja. Als Druck mit, okay, ja. Ja. Genau, vielleicht Felix oder Judith. Ich glaube, die können die Frage am besten beantworten. Also ich denke, Parteien sind natürlich irgendwie absolut notwendig in der parlamentarischen Demokratie. Aber ich glaube, gesellschaftliche Macht kommt aus der Gesellschaft, kommt aus der Frage, inwieweit sich Meinungen und Interessen mobilisieren lassen. Und so gesehen habe ich gerade in Deutschland den Eindruck, unser Parteispektrum ist reich genug. Und ich würde jetzt irgendwie niemandem empfehlen, eine weitere Partei zu gründen, sondern eher zu sagen, hier, Parteien haben wir genug, sondern es kommt auf die Inhalte an. So gesehen, und ich muss sagen, ich war nie Mitglied einer Partei, ich habe das schon irgendwie, bin schon lange aktiv, habe oft erlebt, wie dann Bewegungen enttäuscht waren über Parteien und hohe Hoffnungen, die sie in Parteien gesetzt hatten. Da werden jetzt keine Namen genannt. Genau, ich nenne jetzt keine Namen, kann ich ja selber denken, so gesehen. Ich sage, Parteien sind notwendig, es gibt ganz tolle Politiker und Politikerinnen, aber letztendlich, glaube ich, brauchen auch die Menschen, die sich einsetzen für progressive Inhalte und auf die kommt es an. Also ich kenne den Fall nicht, ich finde es aber ganz interessant, dass sozusagen damit gedroht wird, eine Partei zu gründen. Spannende Sache, gleichzeitig natürlich Partei, da braucht man ja auch wahnsinnig lange, bis man dann irgendwie, wobei in Italien Grillo hat es auch sehr schnell geschafft ins Parlament, vielleicht war das so ein ähnlicher Fall, ja, interessant. Ich habe hier auf der rechten Seite noch Fragen vorhin gesehen. Ja, ja, jetzt erstmal Romin Kahn von der Gewerkschaft Verdi. Ich hätte noch mal eine Frage an Felix oder vielleicht auch die anderen. Du hast ja die Euro-Krise angesprochen. Und also während, ich habe, mein Eindruck ist häufig, dass ihr den politischen Prozess in einer Weise adressiert, wie er gar nicht mehr funktioniert. Also ihr schafft in gewisser Weise Illusionen, die über den politischen Prozess sozusagen, über die Handlungsfähigkeit von Abgeordneten, die diese gar nicht mehr haben. Also wenn man jetzt sozusagen, während wir hier diskutieren, sterben in Griechenland Leute, weil sie keinen Zugang mehr zu Medikamenten haben, aufgrund dessen, dass die Gesundheitsversorgung zurückgefahren wird
und die Entscheider darüber sitzen im Bundesgesundheitsministerium. Die schreiben quasi den Griechen jetzt gerade vor, wie das irgendwie Gesundheitssystem bei ihnen aussehen soll. Das heißt, weder die Kapitalseite noch die Politikerseite bestimmt gerade im Moment, wie es aussieht, sondern eigentlich eine, so eine Technokratenklasse, da gibt es ja auch diesen Begriff der Postdemokratie von Colin Crouch, die halt politische Entscheidungen bestimmen. Und ich finde das eine unglaubliche Entwicklung, die da gerade stattfindet, und habe aber den Eindruck, dass dieses Petitionsinstrument oder diese Unterschriftensammlung und so weiter eigentlich gar nicht diesen politischen Prozess wirklich erfassen können. Also sozusagen diese Veränderung, diese Verschiebung, die da stattfindet. Und da würde mich nochmal interessieren, ob ihr da irgendwie auch drüber diskutiert oder irgendwie auch versucht, Wege zu finden, wie ihr das besser angreifen könnt, solche Verschiebungen auch. Möchte jemand darauf direkt antworten? Ja, vielleicht aus Sicht des Campaigners. Ja, also erstmal würde ich sagen, ja, da gebe ich dir völlig recht, es gibt irgendwie Politik oder Teile von Governance, von Herstellung von Entscheidungen, die sich mit Online-Kampagnen schlecht adressieren lassen, weil klar ist, Bürokraten in den Ministerien, die werden nicht gewählt, denen kann öffentliche Meinung ein Stück weit egal sein, und Online-Kampagnen, die basieren natürlich darauf, dass wir Einfluss haben über öffentliche Meinung, und so gesehen gebe ich dir irgendwie recht, aber ich bin auch niemand, der behauptet, dass Online-Kampagnen das Allheilmittel sind. Ich denke, dass es sozusagen auch weiterhin die Arbeit braucht von Organisationen, die mit Lobbyarbeit und Fachwissen oder die mit zivilen Ungehorsam arbeiten. Also da würde ich sagen, ja, gebe ich dir recht, da gibt es Defizite, aber so ist es bei allen Aktionsformen, bei allen Ansätzen, und ich denke, dass man sich halt klar sein muss, wo die eigenen Möglichkeiten und wo die eigenen Grenzen liegen. Was wäre denn aus Sicht des Vielleicht kann ich mal zurückfragen, einfach, was wäre die Alternative darüber hinaus? Wir sind ja auch hier heute da, um nochmal neue Formen zu entwickeln des Protestes. Ich glaube, auf jeden Fall braucht es Mobilisierung. Die Mobilisierung findet im Moment nicht statt, weil das die Leute nicht erreicht. Also insofern müsste es irgendwie Themen geben. Ich denke schon, dass eine... Also es gibt ja diese Euro-Taskforce, es gibt halt Politiker, die dem vorsitzen, es gibt Horst Reichenbach, der in Potsdam lebt und halt irgendwie dort einfach regelmäßig nach Griechenland fährt und dort quasi den Umbau des Sozialstaats und den Abbau der Demokratie mit irgendwie maßgeblich betreibt. Und da wäre natürlich schon die Frage, muss es da nicht auch vielleicht, müssen da nicht Verantwortung, also Verantwortliche stärker auch adressiert werden, dass man in irgendeiner Weise versucht, dieses Spektrum diese 800.000 Leute, die ihr auf euren E-Mail-Listen habt, auch darauf auch hinzuweisen und sich Überraschungsmomente irgendwie zu suchen, wo man so einen Politiker auch aufsucht. Also aber ich sag mal ganz klar, Mobilisierung kann nur stattfinden, wenn die Leute das Gefühl haben, das ist ein Thema, für das sie sich einsetzen möchten. Und mal ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass es in Deutschland das Thema nicht mobilisierungsfähig ist, weil das Leiden der Griechen den meisten Menschen, milde gesagt, also es mir die meisten Menschen nicht interessiert. Ich glaube, die Mobilisierungsfähigkeit ist da einfach nicht gegeben, aus dem Grunde, dass es sie nicht betrifft, dass sie viel mehr Angst um ihre eigene Zukunft haben und dass sie auf der anderen Seite eben auch nicht das Gefühl haben, sie könnten dort politisch eingreifen. Weil Partizipation, das zeigen alle Forschungsergebnisse auch schon aus den 70er Jahren, Partizipation findet dann statt, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können was bewirken. Bei den Aktionen, die so thematisch so begrenzt sind, wo es eben, wie Campact das macht, auch um konkrete Gesetze geht, um ein konkretes Steuerabkommen und Ähnliches, wo die Leute noch das Gefühl haben, okay, wenn wir hier jetzt mitmachen, wenn wir da Frau Aigner auf die Nerven gehen, dann ändert sich was. Das ist bei diesem komplexen Thema Euro-Krise ganz schwer zu machen. Also deswegen, ich glaube, das ist eine Vielzahl von Faktoren, die dazu führen, dass das eben nicht so einfach funktioniert. Leider, aber das ist so funktioniert es leider. Ich würde da ein bisschen widersprechen. Es ist, glaube ich, auch Aufgabe von NGOs, diese Betroffenheit und diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, das auch. Wir haben aber bei der Euro-Krise, auch wie du es gerade beschrieben hast, das Problem, dass es eher weniger im öffentlichen Bereich gerade stattfindet. Und Online-Campaigning hört da eigentlich auf, an die Möglichkeit zu haben, wo es nicht mehr öffentlich stattfindet. Also es muss eigentlich immer was Öffentliches sein, wo wir einen Hebel finden können. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, was zur Zukunft geht, Tools und Möglichkeiten, Mechanismen zu entwickeln, die darüber hinausgehen, um erstmal eine Öffentlichkeit herzustellen, Interesse zu wagen, Empathie zu empfinden und dann eben auch diese Stellen anzugehen, die eigentlich eher
im Schatten liegen und nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Gab es aus der Ecke noch eine Frage? Vielleicht keine Frage, sondern eine Anmerkung. Also ich bin einer von diesen benannten Politikern. Thomas Jatzombek ist mein Name, ich bin CDU-Bundestagsabgeordneter. Bis zur 60 fehlen mir zum Glück noch 20 Jahre. Aber das Thema Petition, ich glaube, das, was da vorhin gesagt wurde, das stimmt schon so. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg eigentlich ist, um insbesondere auch Ideen oder konstruktive Dinge mal einzuspeisen. Und mein Plädoyer wäre das, dass die Netz-Community jetzt nicht in so einen Fahrungszustand gerät, wo man manchmal den Eindruck hat, sondern dass man jetzt auch in den Parteien sich Verbündete sucht. Also auch bei uns in der CDU gibt es natürlich, Jörg Thors hat da schon ein paar Namen genannt, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber es gibt ja auch diejenigen, die Netzpolitik versuchen auch positiv zu gestalten. Wir haben diesen Verein C-Netz gegründet, rund um die CDU. Wie auch immer, zu jedem dieser Themen gibt es Verbündete. Und ich würde mich freuen, wir brauchen in den Parteien den Input der Netz-Community. Wir können das gar nicht alleine. Und das ist sinnvoller, als wenn ihr da irgendwo zu Hause sitzt und sauer seid, dass das alles falsch läuft. Sucht euch da Verbündete, gebt den Input. Wir brauchen den Input halt eben auch, um eure Ideen in den Parteien nach vorne zu bringen, an die Minister heranzutragen, an die Regierung. Und wenn das alleine nicht reicht, dann kann man immer noch über Petitionen und über anderes versuchen, nochmal zusätzlichen Druck aufzubauen. Manchmal brauchen wir da auch die Unterstützung. Aber das wäre mein Wunsch. Wir brauchen einfach mehr Input von der Netz-Community. Unkonventionell. Ich frage gleich Sie zurück, Herr Jatzombek, wenn wir Sie schon mal da haben, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit Ihren Themen in Ihrer Partei durchkommen? Ich frage das ganz wertneutral. Mal so, mal so. Also, ja gut, ist die ehrliche Antwort. Also manchen Teilen waren wir auch froh, dass wir Schlimmeres verhindert haben. Das weiß ich, ist in der Netz-Community nie gut angekommen. Da hieß es immer, und ihr habt trotzdem verloren. Ja, aber zum Beispiel im Thema LSR, was ich jetzt hier noch nicht gehört habe, haben wir zumindest Schlimmeres verhindern können. Aber ich glaube, wenn man da zusammen agiert und dann auch mal aus der Partei den Ball rausspielt und dann wirklich von der Netz-Community bei bestimmten Themen auch nochmal Unterstützung kriegt, kann man auch mehr erreichen, als wenn wir mit einer Handvoll Abgeordneter versuchen, alleine die Revolution in der Partei zu starten. Also der Aufruf, sich besser zu vernetzen, sich besser zu mobilisieren, indem man seine Kräfte bündelt, allgemeine Zustimmung sehe ich. Wollen wir alle. Ich denke, da kommt ja bald, sage ich mal, eine weitere Gelegenheit, ich sag mal EU-Datenschutzverordnung, wo, was ich so höre, Herr Friedrich, sage ich mal, nicht unbedingt die konstruktivste Rolle spielt im Sinne von einer strengen Datenschutzverordnung. Da denke ich, würden wir uns durchaus die Unterstützung der Abgeordneten der Union wünschen, klar zu machen, dass diese Verordnung wichtig ist, weil wenn da irgendwie Mist gebaut wird, das ist eine Verordnung, die schlägt ja eins zu eins unser Recht durch. Ja, so gesehen ist das eine tolle Gelegenheit, sage ich mal, das umzusetzen. Ja, und da denke ich, gibt es mit Digital Courage und anderen auch die Ansprechpartner, die sicher zur Verfügung stehen für inhaltlichen Input. Wir haben noch Zeit für eine Blitzfrage und eine Blitzantwort. Genau, ganz kurze Nachfrage. Wir sind hier bei der Republika und es geht viel um Internet und wie sich dann auch Organisationen ändern müssen durch das Internet. Ich würde gerne nachfragen für euch als Experten von euren Organisationen, wie müsst ihr euch ändern? Nicht nur die Politik, die Bewegungen etc. sozusagen, sondern wie müssen sich eure Organisationen ändern für das Internet? Jeder 20 Sekunden. 20 Sekunden. Ich denke, Organisationen müssen Wege des Engagements finden auf ganz unterschiedlichen Levels. Also von dem einfachen Klicken einer Petition und ganz viel dazwischen, weil die zukünftige Generation sich nicht mehr so stark an Organisationen binden wird, die klassischen Ehrenämter weniger Bedeutung haben und man finden, die Leute aber sich trotzdem engagieren wollen, das bleibt bestehen, das geht Gott sei Dank nicht weg und da müssen viele kreative Wege gefunden werden, Leute einzubinden in Aktionen, ihnen die Möglichkeit zu geben, wie das Campact ja auch schon macht, mal hier, mal da an Sachen teilzunehmen. Ich denke, eine Herausforderung, die ich sehe, wurde angesprochen, dass in dem wachsenden Maß, wie Online-Petitionen immer mehr um sich greifen, wie wir mit unseren Partnerorganisationen bei bestimmten Themen irgendwie darauf hinwirken können, dass es, sage ich mal, mehr Einheitlichkeit, mehr gemeinsames Vorgehen, mehr Koordination gibt. Ich würde sozusagen unterstützen, was Katrin gesagt hat, auf jeden Fall mehr sich öffnen, eine Mitmachorganisation auch zu werden, viel stärker und auch viel mehr mit den Unterstützern gemeinsam. Auch auf jeden Fall Empowerment, glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtige Sache, also sozusagen do-it-yourself Möglichkeiten auch zu geben, Angebote, Anleitungen, das Wissen zu teilen,
sich mehr zu vernetzen und auf jeden Fall nicht so silomäßig nur an seine eigene Organisation zu denken, sondern an das größere Ganze, an die Ziele, für die wir kämpfen und sich da immer die geeigneten Partner für zu suchen. Wir feiern dieses Jahr unseren 50. Geburtstag, das heißt, da haben sich so langsam Strukturen gebildet und sind auch relativ groß, auch weltweit, und bis vor der Entscheidung getroffen werden, dauert es halt manchmal ein Stück, und wir haben vielleicht noch so ein bisschen mehr offenere Strukturen, ein bisschen mehr Kontrollverlust und diese Möglichkeit auch zu schaffen, dass sich Leute selbstständig engagieren können. Da sind wir, glaube ich, können wir noch ein Stück mehr schaffen. Einfach, dass die Leute sich mehr einbringen. Wir werden nie zu dem Zustand kommen, dass wir unsere Unterstützer fragen, und zu was sollen wir jetzt als nächstes eine Petition machen, aber innerhalb einer Kampagne mehr Freiräume für die Leute da draußen, damit sie sich genauso engagieren können. Das ist, glaube ich, unser wichtiger nächster Punkt. Damit nehmen mir meine Gäste schon das Schlusswort ab. Da bin ich sehr dankbar für. Danke an Katrin, an Felix, an Judith, an Markus und an Marco und unsere Gastgeber. Ich wollte noch gucken, was hier nach im Saal ist, aber ihr müsst selbst in die App gucken und in den Plan. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Danke für die Runde. Ja.